Guten Tag bei diesem kurzen Blick ins Labor. Ich mache heute einen Versuch mit dem Handy. Das Handy hat einige Vorteile. Erstens kann man sehr nah heran. Man ist extrem beweglich, um vom einen Schaubild zum anderen zu wechseln, von einem Gerät zum anderen. Und die Qualität ist eigentlich gut. Der einzige Nachteil ist die Wackelerei. Es ist halt manchmal schwierig, die ganze Geschichte ruhig zu halten. Was ich heute demonstrieren möchte, ist die Qualität der Amplitude des Signalgenerators. Es wäre ja schön, wenn 0 dB, ich werde das mal hier eins runternehmen, jawohl, so kann man das besser ablesen, habe 100 MHz eingestellt und es wäre ja gut, wenn diese 100 MHz bei 0 dB auch wirklich 100 MHz und 0 dB anzeigen würden. Ich habe mal Sinus eingestellt und ich werde dann überprüfen, ob das stimmt. Die Frequenz können wir hier ablesen. Hat gerade gewechselt. Also hervorragende 100 MHz. Kein Wunder, denn hier wird mit der externen Frequenz meines GPS-kontrollierten Referenzsignals, 10 MHz Signals, synchronisiert und natürlich hier auch, sodass diese beiden Frequenzen unbedingt übereinander synchronisiert werden und stimmen sollen. Jetzt gehen wir mal zum Messgerät und schauen, was wir hier ablesen können. Das Messgerät ist ein Rot und Schwarz URVD, also ein doppeltes Messgerät mit einem Frequenzgang je nach Sensor. Hier, ich habe folgenden Sensor dabei. Hier sieht man wieder die Vorteile des Handys. Man kann schnell hin und her surfen. Das ist von DC bis 18 GHz, ist ein thermischer Sensor, deshalb ist er völlig unabhängig von der Signalform. Und die Genauigkeit bei diesem Referenzgerät ist 0,02 dB plus minus. Also dieses Gerät mit diesem Sensor dient als Referenz für viele Geräte. Ich lese hier jetzt 0,13 dB. MAP ist hervorragend eigentlich. Wir werden jetzt versuchen, das ein bisschen zu korrigieren oder zu ändern. Zum Beispiel, ich ändere mal die Frequenz auf 1 MHz. Habe ich jetzt gemacht. Mal schauen, ob das bei 1 MHz immer noch gleich ist. Ja, wir hatten 0,13, jetzt haben wir 0,12, also hervorragende Qualität. Also die Frequenzgenauigkeit ist über einen weiten Frequenzbereich relativ gut. Mal schauen, ob das wieder... Jawohl. Was wir jetzt noch machen, ist, wir ändern die Signalform von Sinus auf zum Beispiel Trapez. Und wiederum schalten wir auf 0 zum Beispiel dBm. Das haben wir jetzt gemacht. Minus 0 dBm, ja, 0 dBm. Ein bisschen gewackelt, Entschuldigung. Also ich habe jetzt 1 MHz, 0 dBm und die Signalform ist dreieckig. Jetzt mal schauen, was da passiert. Ja, 0,14. Also immer noch hervorragend. Also 0,1 oder 0,14 dB Abweichungen ist wirklich sehr, sehr eng toleriert. Und die Spezifikationen werden weit übertroffen. Also das Handbuch vom Signalgenerator verspricht nicht diese Genauigkeit, die wir hier ablesen können. Okay, was machen wir noch? Zum Beispiel ein Rechteck-Signal, das ist immer sehr heikel. Rechteck, und da muss ich wieder die dBms einstellen. Ich nehme das mal vielleicht, nehmen wir mal 10 dBm, einfach zur Abwechslung, damit man es besser ablesen kann. So, 10 dBm, Rechteck, 1 MHz. Das MHz bleibt, auch beim Zähler, auch dem ist es egal, welche Signalform kommt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die 10 dB haben. Und die haben wir natürlich. Hervorragend. Dies ist ein kurzer Blick und ein Check der Amplitudenfestigkeit und Qualität des Signalgenerators, die doch extrem erstaunlich ist. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor mit dem Versuch, dies mit einem Handy aufzunehmen und zu gestalten.